Hallo zusammen, mein Name ist Linda Stessel, ich bin 18 Jahre alt und komme von Zermatt und ich kandidiere für den Nationalrat auf der Liste Citoyen Avenir Ecologie auf der Liste 38. Das Jahr 2050 stelle ich mir das Wallis CO2-neutral vor und das darum, weil wir drei grosse Vorteile hier haben. Es ist zum einen die Sonne, das Wasser und der Wind und das Wallis hat zum Beispiel mehr Sonnentage im Jahr, als zum Beispiel der Kanton Tessin. Und das können wir auf jeden Fall zum Nutzen machen, indem wir viele Photovoltaikanlagen auf den Dächern installieren. Und so einfach auch schaut, dass man zu dieser Neutralität kommt. Und ich stelle mir Zwallis eigentlich allgemein, dass es, hoffe ich mehr, dass Zwallis umweltfreundlicher wird. Das darum, weil wir müssen schauen, dass wir die gute Qualität zum Beispiel von der Luft hier so beibehalten, wie sie ist. Oder auch, dass die Umwelt so schön bleibt, wie sie momentan ist. Dass wir der auch über die Sorge haben. Weil das so wie das, ja, so das Markenzeichen von Wallis ist. Und ja, und außerdem stelle ich mir, nein, und außerdem sehe ich, dass wir im Wallis ein extremes gutes Bildungssystem haben und ich sehe das selber als Studentin vom Kollegium und ich erhoffe mir da, dass das also so bleibt und dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir das vielleicht noch ein bisschen ausbauen mit, weiß nicht, mehr Fachhochschulen oder Mittelschulen oder einfach, dass wir da wirklich auch schauen, dass das so gut bleibt, wie es jetzt ist. Und das ist aber auch nachher, finde ich, wichtig, dass das Wallis attraktiv bleibt für junge Leute nach dem Studieren oder auch nach der Lehre hier im Wallis auch wieder ins Wallis zurückkommen und hier arbeiten. Und da sehe ich es sehr wichtig, dass man halt auch attraktive Arbeitsplätze schafft, indem attraktive Firmen ins Wallis kommen und dass man die hier behaltet, wo sie sind. Das könnte man vielleicht durch attraktive durch ein attraktives Tierfeld generieren. Und da geht nachher eigentlich auch Hand in Hand so ein bisschen eine gute Infrastruktur. Damit meine ich vor allem ein gutes Verkehrsnetz, dass man so schnell wie möglich von A nach B kommt. Und da sehe ich jetzt vor allem eigentlich auch die Fertigstellung von der Autobahn zwischen Siders und Visp. Und nachher auch zum Beispiel den Ausbau vom Lötschberg. Oder auch, ich will von Zermatt kommen, wünsche mir natürlich eine wintersichere Straße zwischen Teich und Zermatt. Und das alles sind halt Faktoren, die Wohnqualität steigern würden. Und das ist natürlich immer gut.